Herzlich willkommen zu Spirit. Betet und es wird Friede sein. Dieser Aufruf unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Fatima während des Ersten Weltkriegs ist nach 100 Jahren wieder sehr aktuell. An vielen Orten der Welt drohen Konfliktherde sich auszuweiten. Besonders bedrückend empfinden viele Christen die zunehmende Verdunstung des christlichen Glaubens in der westlichen Welt. Hoffnungsfroh stimmt allerdings die Verheißung Marias in Fatima, dass sich Friede, Gerechtigkeit und Glaube letztendlich durchsetzen werden. Die hoffnungsfrohe Friedensbotschaft von Fatima hat der FE Medienverlag im Jubiläumsjahr mit einer kostenlosen Extraausgabe des PUR-Magazins verbreitet. Der Verlagsleiter und Chefredakteur des PUR-Magazins, Bernhard Müller, ist ein ausgewiesener Kenner der kirchlich anerkannten Marienerscheinungen von Fatima. Mit ihm möchte ich mich nun über die 100 Jahre zurückliegende Berührung von Himmel und Erde unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Müller. Grüß Gott. Zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich gleich mal mit einem Phänomen beginnen, das vor 100 Jahren in vielen Zeitungen abgedruckt wurde, und zwar dem sogenannten Sonnenwunder von Fatima. Schwester Lucia, damals noch nicht Schwester, sondern ein Hirtenkind, hatte ja die Mutter Gottes um ein Wunder gebeten. Und dieses Wunder sollte der Allgemeinheit bestätigen, dass die Marienerscheinungen tatsächlich echt sind. Und dieses Wunder hat sich dann ereignet am 13. Oktober 1917 als Sonnenwunder von Fatima. Wie hat sich dieses Wunder ereignet? Dieses Wunder haben 70.000 Menschen gesehen, die nach Fatima gekommen waren, weil dieses Wunder angekündigt war. Es war ein regnerischer Tag, es hat wirklich aus Kübeln geschüttet und plötzlich hat sich der Himmel aufgerissen und man hat die Sonne gesehen. Sie ist in vielen Farben am Himmel getanzt. Die Leute hatten den Eindruck, die Sonne rast auf die Menschen zu. Es gab Hilfeschreie, die Menschen haben Angst bekommen, sind auf die Knie gegangen. Es muss ein wahnsinnig imposantes Erlebnis gewesen sein. Und als dieses Sonnenwunder vorbei war, war der Boden trocken, die Kleider waren trocken. Die Menschen konnten das alles nicht fassen und glauben und sahen dadurch die Botschaft von Fatima und die Erscheinung der Mutter Gottes dort bestätigt. 70.000 Menschen haben die Sonne tanzen sehen und nach dem Regenguss waren die Kleider und der Boden trocken. Und auch nicht nur in Fatima, sondern auch noch Dutzende Kilometer entfernt von Fatima war dieses Phänomen beobachtbar. Wie kommt es, dass kein einziges astronomisches Observatorium dieser Welt diese Erscheinung, diese astronomische, angeblich astronomische Erscheinung gesehen hat? Ja, also es sind, was Sie angesprochen haben, zwei Punkte, die da interessant sind. Zuerst, dass eben auch von Leuten gesehen wurde, die gar nicht beim Erscheinungsort waren, sondern 20 Kilometer beispielsweise entfernt. Das belegt eigentlich, dass es keine Massensuggestion war. Dass es nicht wahrgenommen wurde von den Observatorien und so weiter, das bestätigt eigentlich, dass es eben kein natürliches Ereignis war. Denn wäre es ein ganz normales, natürliches Ereignis gewesen an der Sonne, dann hätten die das registriert und man hätte dann eben angenommen, die Gläubigen oder die dort Anwesenden hätten das überbewertet. In den Berichten der Seherkinder über die Marienerscheinungen von Fatima ist immer wieder vom unbefleckten Herzen Mariens die Rede. Dieser Ausdruck ist nicht allgemein verständlich, er bedarf einer Erläuterung. Was bedeutet das, Maria hat ein unbeflecktes Herz? Ja, Maria ist ohne Erbsünde auf die Welt gekommen. Das ist ein Dogma der katholischen Kirche. Daran glauben wir, weil sie eben Jesus geboren hat. Und ihr Herz ist von daher schon von Geburt an unbefleckt. Und sie hat sündenlos gelebt. Das Herz ist die Mitte eines jeden Menschen. Da kommt Verstand, Sinn, Gefühle, alles kommen im Herz zusammen. Und wenn dieses Herz rein ist,
dann kann man von einem unbefleckten Herzen sprechen. Maria hat ein reines Herz gehabt und wir, indem wir dieses unbefleckte Herz Mariens verehren, sollen eigentlich versuchen, selber ein reines Herz zu haben. Das ist ein Weg, auf dem wir gehen sollen, ein Weg zur Heiligkeit. Wir werden das nicht erreichen, aber wir können unser Herz reinigen und uns damit selber heiligen. Unsere liebe Frau von Fatima ruft immer wieder dazu auf, Gott und ihr unbeflecktes Herz nicht länger zu beleidigen. Mit diesen Beleidigungen sind sicherlich keine Verbalentgleisungen gemeint. Wie wird Gott und das unbefleckte Herz Mariens auch heute noch beleidigt? Ja, da könnte man natürlich eine große Liste aufzählen. Gott wird beleidigt, indem er als Schöpfer nicht anerkannt wird. Gott wird beleidigt, indem wir selber Gott spielen, sein wollen wie Gott, indem wir seine Existenz leugnen, indem wir seine Gebote nicht halten, indem wir seine Schöpfung zerstören, indem wir eben uns von seinem Willen trennen und selber Gott spielen. Maria stellt sich in Fatima als unsere liebe Frau vom Rosenkranz vor. Sie bittet auch, dass wir täglich den Rosenkranz beten sollen. Es hat also den Anschein, dass der Rosenkranz eines ihrer Lieblingsgebete ist. Was zeichnet den Rosenkranz als Gebet aus? Ja, der Rosenkranz beschreibt ja das gesamte Leben Jesu auf der Erde. Es beginnt mit seiner Empfängnis, es geht über seine Geburt, über sein lichtreiches Leben auf der Erde, über seinen Kreuzweg bis hin zur glorreichen Himmelfahrt dann. Also der Rosenkranz, mit dem Rosenkranz betrachten wir das Leben Jesu an der Hand seiner Mutter. Sie führt uns praktisch durch das Leben ihres Sohnes. Und es gibt eigentlich für einen Christen nichts Wertvolleres, als sich in das Leben Jesu zu versenken. Dieses Gebet, das bezeugen nun seit Jahrhunderten die Gläubigen, hat viel Kraft. Und mit diesem Gebet kann man offensichtlich viel bewirken und viel Hilfe erfahren. Unsere liebe Frau vom Rosenkranz vertraut auch den drei Seherkindern ein Geheimnis an, ein Geheimnis mit drei Teilen. Der erste Teil dieses Geheimnisses besteht in einer Vision der Hölle. Was sehen die Kinder? Ja, das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Ein Dritter kann das nicht beschreiben, was diese Kinder gesehen haben oder gespürt haben. Aber es muss etwas sehr Furchtbares gewesen sein, etwas schier Unerträgliches für die Kinder. Schwester Lucia hat ja später gesagt, hätte ihnen Maria nicht vorher versprochen, dass sie in den Himmel kommen, sie hätten diese Visionen gar nicht ertragen. Also den Kindern ist da bewusst geworden, was es bedeutet, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Und das haben sie als etwas absolut Unerträgliches empfunden. Nun ist die Möglichkeit, dass ein Mensch sich gegen Gott definitiv entscheidet, in Ewigkeit getrennt ist von Gott, eigentlich kein Geheimnis. Es gehört zur offiziellen Lehre der katholischen Kirche. Warum wollte wohl Maria, dass gerade die Hölle der Gegenstand eines Geheimnisses sein soll? Ja, die Hölle wird ja in der modernen Theologie oft verdrängt. Die Lehre besteht zwar, dass es die Hölle gibt, aber sie wird eigentlich in der Verkündigung heutzutage oft völlig ausgeklammert. Man will das nicht mehr wahrhaben. Man spricht von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes völlig zu Recht, aber unterschätzt die Freiheit, die Gott dem Menschen gelassen hat. Gott ist zwar unendlich barmherzig und will jeden retten, aber er lässt dem Menschen auch die Freiheit, sich gegen ihn zu entscheiden. Und es ist ein
großes Geheimnis um die Hölle. Es ist ein dunkles Geheimnis, aber es ist eben, macht uns eben auch bewusst, und das wollte Maria auch machen, wir müssen um unser eigenes Seelenheil beten, aber eben auch um das Seelenheil anderer Menschen. Es ist wie mit der Nächstenliebe, wie im irdischen Leben. Wir können durch unser tätiges Handeln anderen Menschen helfen. Und das gilt auch im geistigen und im spirituellen Sinn. Wir können andere Menschen davor bewahren, dass sie in die Hölle kommen, indem wir ihnen durch unser Gebet beistehen. Das ist letztendlich auch der Inhalt des zweiten Teils des Geheimnisses von Fatima. Maria spricht ja davon, dass durch die Verehrung ihres unbefleckten Herzens Mariens Seelen gerettet werden können für die Ewigkeit, auch Frieden gestiftet werden kann. Wie ist vor diesem Hintergrund das stille Gebet so vieler alter Menschen zu bewerten, die sich selber für völlig nutzlos für die Gesellschaft erachten? Ja, ob sie sich selber immer für nutzlos erachten, weiß ich nicht. Die Gesellschaft erachtet sie leider häufig für nutzlos. Aber der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer hat schon mal gesagt, die heimlichen Hauptstädte Europas sind die Wallfahrtsorte. Die Kraft der Gebete der einfachen Menschen, die können die Welt verändern und bewirken das. Und das war immer die Botschaft auch von Jesus Christus, die Kleinen, die Unscheinbaren, die Verachteten, das sind die, die die Schlachten der Welt entscheiden und nicht die Großen. Und im Magnificat der Mutter Gottes heißt es ja auch, die Hochmütigen stürzt er vom Thron und die Kleinen und die Demütigen, die werden die Welt retten. Und Jesus sagt ja auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Im zweiten Teil des Geheimnisses von Fatima ist auch davon die Rede, dass der Zweite Weltkrieg eine Strafe Gottes ist für die Verfehlungen der Menschen gegen Gott. Viele Zeitgenossen, viele Christen kommen mit dieser Aussage überhaupt nicht mehr zurecht. Der strafende Vater, das passt gar nicht mehr ins Gottesbild vieler Christen. Wie geht's Ihnen damit? Ja, es ist natürlich schon eine Grundfrage, was für ein Gottesbild wir haben. Und es gab Menschen und Zeiten, in denen das Gottesbild eben einseitig war, in dem man nur den strafenden Gott gesehen hat, in dem man die Menschen bedroht hat mit den göttlichen Strafen und ihnen damit auch Angst gemacht hat. Gott ist letztlich für uns Menschen nicht ganz fassbar und erklärbar, aber es ist natürlich klar, dass es auch diesen strafenden Gott gibt. Denn Gott hat uns, wie gesagt, die Freiheit geschenkt. Das heißt, wir haben die Verantwortung für unser Handeln. Und wenn wir eben verantwortungslos handeln, hat das Konsequenzen. Und die Strafe Gottes ist eigentlich unser eigenes Verschulden, unsere Abkehr von der göttlichen Ordnung in unserem Leben. Und die bleibt nicht folgenlos. Bleiben wir noch kurz beim zweiten Teil des Geheimnisses von Fatima. Dieser zweite Teil kündigt auch die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens an. Unter Papst Johannes Paul II. Ist das auch erfolgt. Er hat 1984 Russland dem unbefleckten Herzen Mariens ganz öffentlich geweiht. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens und dem Zusammenbruch des Kommunismus? Auf jeden Fall. Also die Mutter Gottes hat diese Weihe gefordert im Rahmen der gesamten Weltkirche. Papst Johannes Paul II. Hat es 1984 gemacht, zusammen mit 2500 Bischöfen. Und kurz danach ist ja Gorbatschow zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei in Moskau ernannt worden oder zum Generalsekretär. Er, der dann die Perestroika und Glasnost eingeführt hat. 1989 kam es ja zum Mauerfall. Also ich sehe da einen ganz klaren Zusammenhang und würde Maria jetzt auch als die Mauerbrecherin bezeichnen. Kommen wir nun zum dritten Teil des Geheimnisses von Fatima. Hier wird die Verfolgung der Kirche angekündigt. Ich zitiere mal aus diesem dritten Teil.
Da wurde der Heilige Vater von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen. Wird hier Ihrer Meinung nach eine blutige Verfolgung der Kirche prophezeit oder eher eine geistige Bedrängnis der Kirche? Wie interpretieren Sie diesen dritten Teil des Geheimnisses von Fatima? Also das kann sowohl als auch sein, dass wir in der heutigen Zeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten haben. Das wissen wir, also es ist sehr real gemeint. Es ist natürlich auch im übertragenen geistigen Sinne gemeint. Das erleben wir vor allem hier in den westlichen Ländern, dass man oft in Bedrängnis kommt, wenn man katholische oder christliche Positionen vertritt. Es wird beides gemeint sein. Es zeigt aber, dass die Prophetie, die Botschaft von Fatima nicht abgeschlossen ist, sondern weiterhin aktuell bleibt und in die Zukunft und auch jetzt in die Gegenwart hineinreicht. Der erste und der zweite Teil des Geheimnisses von Fatima wurden bereits 1942 veröffentlicht, der dritte Teil erst 58 Jahre später im Jahr 2000. Warum wohl diese große Verzögerung? Das bleibt ein Rätsel für uns. Das haben die Päpste, die damals gelebt haben, zu verantworten. Und sie hatten sicher ihre Gründe. Johannes der 23., Schwester Lucia hatte ja auf das Kuvert geschrieben, erst ab 1960 darf das dritte Geheimnis veröffentlicht werden. Papst Johannes der 23. hat es dann gelesen, hat sich entschieden, es nicht zu veröffentlichen. Es war natürlich auch damals 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als dieser kalte Krieg eskalierte, viele Angst hatten, auch mit der Kuba-Krise damals, dass es zu einem neuen Weltkrieg kommt. Vielleicht eine Situation, in der er gedacht hat, es würde zu viel Angst machen, wenn jetzt die Botschaft veröffentlicht würde. Er hat es nicht gemacht, Paul VI. Auch nicht. Man kann darüber nur spekulieren, warum sie es nicht gemacht haben. Vermutlich wollten sie die Menschen nicht beunruhigen. Dieser dritte Teil des Geheimnisses von Fatima lässt ja unwillkürlich an das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Denken, das sich tatsächlich an einem Fatima-Tag ereignet hat, am 13. Mai 1981. Wie hat Johannes Paul II. Selbst den dritten Teil des Geheimnisses von Fatima aufgefasst? Also er hat ihn eindeutig auf sich bezogen und hat in diesem Papst, der da niedergeschossen wird, sich selber gesehen. Er war dann den Rest seines Lebens der Mutter Gottes dankbar, weil er überzeugt war, dass sie die Kugel so abgelenkt hat, dass sie ihn nicht getötet hat. Er hat diese Kugel auch nach Fatima bringen lassen, die ihm herausoperiert worden ist und dort in die Krone der Madonna einfügen lassen. Er hat das so interpretiert. Man kann das so sehen, aber es ist nicht gesagt, dass nur er gemeint war. Es könnte auch ein späterer Papst noch Opfer eines Attentates werden, was diese Botschaft ja zeigt. Wir haben jetzt gerade von Papst Johannes Paul II. Gesprochen. Sprechen wir nun über seinen Nachfolger, Professor und Kardinal Ratzinger und später auch Papst Benedikt. Der ist ja eher bekannt als nüchterner Theologe, der mehr auf das rationale Argument, theologische Argument setzt und weniger auf Privatoffenbarungen. Wie stand und steht Papst Benedikt zur Botschaft von Fatima? Ja, ist eigentlich sehr spät erst nach Fatima selber gepilgert. Ich meine, 1996 war er zum ersten Mal dort. Er hat dann aber die Interpretation des dritten Geheimnisses verfasst und veröffentlicht, sehr ausführlich, sehr theologisch gehalten, aber doch, er hat das Geheimnis erfasst, er hat die Botschaft erfasst, hielt sie aber tendenziell auch im Sinne von Johannes Paul II. Für abgeschlossen. Er ist dann als Papst 2010 selber noch einmal nach Fatima gepilgert und hat klargestellt, dass er hier seine Meinung etwas revidiert hat. Er hat nämlich gesagt, wer meint, dass eben
die Prophetie von Fatima abgeschlossen sei und dass keine zukünftigen und aktuellen Bezüge mehr habe, der irre sich gewaltig. Er ist heute der Meinung, dass eben das dritte Geheimnis noch in einer Phase der Erfüllung ist. Die Botschaft von Fatima beinhaltet sehr ernste Themen. Hier ist von Sünde und Sühne die Rede, von Krieg und Frieden, von Hölle und ewigem Leben. Alles ernste Themen. Warum ist aber Ihrer Meinung nach die Botschaft von Fatima keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft? Ja, weil zum Schluss das Gute siegt. Maria sagte, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das ist eine absolute Frohbotschaft, eine tröstliche Botschaft. Für mich ist die Botschaft von Fatima vergleichbar mit den Geheimnissen des Rosenkranzes. Die Botschaft von Fatima ist eine freudenreiche Botschaft. Die Botschaft von Fatima ist eine lichtreiche Botschaft. Die Botschaft von Fatima ist aber eben auch eine schmerzhafte Botschaft und sie ist am Ende eine glorreiche Botschaft. Als Geschäftsführer des FE Medienverlags und Chefredakteur des PUR-Magazins haben Sie auf verschiedene Art und Weise die Botschaft von Fatima in diesem Jubiläumsjahr gefördert, nicht zuletzt auch durch die Herausgabe des Extrablatts PUR Extra. Welcher Aspekt der Botschaft von Fatima, der Erscheinungen von Fatima, berührt Sie denn persönlich am meisten? Also persönlich berührt mich am meisten, dass das Heil der Welt, das Seelenheil der Menschen und der Friede von unseren Gebeten abhängt. Es nimmt den Christen in die Verantwortung, es fordert uns heraus, du persönlich bist verantwortlich für den Frieden der Welt, du hast Einfluss drauf, du bist verantwortlich nicht nur für dein eigenes Seelenheil, sondern auch für die Rettung anderer Menschen. Und das berührt mich am meisten und fordert mich am meisten heraus. Eine letzte Frage noch. Wir haben über Johannes Paul II. Gesprochen, über Papst Benedikt. Und Papst Franziskus ist gerade an einem Fatima-Tag zum Papst gewählt worden, am 13. März 2013. Wie steht Papst Franziskus zum Ruf von Fatima? Papst Franziskus ist ein großer Marienverehrer und ist ein großer Freund von Fatima. Er hat sehr bald, nachdem er Papst wurde, die Statue von Fatima auf den Petersplatz bringen lassen. Und er ist dieses Jahr selber im Jubiläumsjahr nach Fatima geflogen und hat die Seherkinder Francesco und Jacinta heilig gesprochen. Papst Franziskus sieht die Botschaft von Fatima als eine wichtige Botschaft an, die er der ganzen Welt verkünden will. Und er ist ein großer Freund von Fatima. Ganz herzlichen Dank, Herr Müller, für Ihre interessanten Ausführungen über die Botschaft von Fatima, gerade jetzt im Jubiläumsjahr 100 Jahre Marienerscheinungen von Fatima. Dankeschön. Das war Spirit mit dem Leiter des FE Medienverlags und Chefredakteur des PUR-Magazins, Bernhard Müller. Schön, dass Sie dieses Gespräch mitverfolgt haben. Bis zur nächsten Spirit-Sendung wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Behüt Sie Gott.